Hallo liebe Trader und herzlich willkommen zu einem Trading Tutorial mit devisen-handel.org. Ja, dieses Trading Tutorial wollte ich eigentlich schon vor längerer Zeit mal halten. Mir fehlte allerdings bislang die Zeit und ja, jetzt hatte ich wieder mal ein wenig Zeit, um euch hier eine kleine Präsentation zu erstellen, wie in guten alten Zeiten. Wir fangen an mit der Theorie. Und im Anschluss dann zeige ich euch, wie die ganze Geschichte im Live-Trading, live an den Märkten auch funktioniert, um eben auch zu zeigen, dass das nicht nur graue Theorie ist, sondern auch in der Praxis seine Anwendung findet und auch seine Berechtigung hat. Ja, worum geht es heute? Um das Thema Risiko-Stretching, mehr Trading-Erfolg, bessere Einstiege, höhere Zufriedenheit im Trading. Das Ganze ist natürlich vor allem für die Anfänger unter euch interessant, die bisher noch keinen Erfolg im Trading haben oder die seit längerem ja auf der Suche sind nach einer Optimierung ihres Trading-Systems. Denn dieses System des Risiko-Stretching sieht man häufig bei erfahrenen Tradern oder bei Tradern eben, die schon länger am Markt sind und profitabel agieren. Allerdings hat irgendwie noch nie jemand so genau erklärt, wie man hier vorgeht oder wie man hier vorgehen kann. Und ja, was der ganze Vorteil eben an dieser Geschichte ist. Ja, schauen wir uns zunächst mal einfach zwei Charts an. Und dann stelle ich euch die Frage, was ist einfacher? Hier im Trading, wenn wir jetzt uns hier den Dow Jones mal anschauen, ist der Dow Jones Future im 5-Minuten-Chart. Was ist einfacher, hier eine Punktlandung zu landen, wenn wir sagen, wir sehen jetzt hier oben dies als Widerstand an und ja, wir sind hier eben ins Value Area High gelaufen und wollen hier oben irgendwo short gehen. Was glaubt ihr, was dann einfacher ist? Hier eine Punktlandung zu landen mit seinem Trade, ja, oder sich eine Clusterzone zu definieren, wo wir sagen, okay, über der Value Area High legen wir uns ein Grid und innerhalb dieser Clusterzone, ja, irgendwo hier wird der Markt drehen mit hoher Wahrscheinlichkeit, ja. Und ja, diese Frage ist natürlich eher rhetorischer Natur, denn zweifelsohne ist es viel einfacher, hier sich eine Zone auszusuchen, innerhalb derer der Markt drehen wird, als diese Punktlandung zu landen, wie wir hier sehen, ja. Das heißt, viele Trading-Anfänger machen also den Fehler und setzen alle Eier in einen Korb. Wir kennen den Fehler auch aus dem Aktienhandel. Diversifikation ist das A und O für einen erfolgreichen Aktienhändler. Genauso ist es eben auch hier im Daytrading. Viele Trader, Trading-Anfänger versuchen hier eben mit einer Punktlandung genau den Punkt zu treffen, wo der Markt drehen soll. Was passiert? Der Markt läuft natürlich erstmal noch hoch. Wenn wir hier einen Stop-Loss von 40 Punkten haben im Dow Jones, stoppt den Trader aus und schmiert dann in die gewünschte Richtung ab. Während wir hier, wenn wir uns eine Clusterzone definieren, innerhalb derer der Markt drehen kann oder unserer Meinung nach drehen sollte, aus verschiedenen Gründen, können wir unsere Risiko hier aufteilen und haben somit eine viel bessere Chance, den Trade zu erwischen und eben auch mit Profit am Ende aus dem Ganzen rauszugehen. Zuallererst müssen wir mal natürlich unser Risiko berechnen, denn wir dürfen natürlich auch mit so einem Order Grid nicht unser Risiko überdehnen. Das heißt, wir machen jetzt hier am Anfang mal eine ganz einfache Rechnung auf, die auch jeder Trading-Anfänger beherrschen sollte. Wenn wir jetzt beispielsweise mal eine Kontogröße von 20.000 Dollar haben, können natürlich auch Euro sein, und nehmen ein Risiko pro Trade von 2% an, dann heißt das, wir können 400 US-Dollar pro Trade riskieren. Das heißt gleichzeitig, wir können uns dann einen Stop von 40 Punkten erlauben, beziehungsweise wenn wir sagen, in unserem Daytrading-Ansatz im Dow Jones reichen uns 40 Punkte in der Regel aus. Die ATR, innerhalb derer wir handeln, 1 Minute, 5 Minuten im Bereich Daytrading, reichen uns 40 Punkte, um den Trade abzustoppen. Die Wertigkeit pro Punkt beträgt 1 Dollar. Das heißt, wir können für die Spanne von 40 Punkten, die wir dem Trade quasi Luft geben,
zum Atmen, können wir 10 mögliche Kontrakte handeln. Jetzt gibt es aber verschiedene Möglichkeiten, diese 10 Kontrakte zu handeln. Was ist denn die traditionelle Herangehensweise oder die traditionelle Herangehensweise, wie sie eben viele Trading-Anfänger pflegen? Das heißt, sie nehmen einfach jetzt die 10 Kontrakte, denn sie können ja, sie haben ja quasi dann ihr Risiko berechnet und haben dann mit einem Stop-Loss von 40 Punkten ein fixes Risiko von $400 und handeln dann somit mit einem fixen CRV. Dann gibt es eigentlich nur als mögliche Resultate 2 Stück, nämlich entweder sie landen im Verlust und verlieren damit ihre 400 Dollar oder 2% ihrer Trading Balance von 20.000 oder eben der Trade geht auf. Ja, es gibt also eben hier nur 2 Möglichkeiten. Jetzt kommen wir aber mal zu einer interessanten Variante, wie ihr nämlich euer Risiko stretchen könnt oder euer Risiko besser verteilen könnt mit zahlreichen Vorteilen. Denn wir können natürlich unsere 10 Kontrakte, die wir an Risiko haben dürfen, die brauchen wir jetzt nicht auf einen einzigen Punkt zu legen. Das heißt, wir brauchen hier nicht zwingend die Punktlandung zu schaffen, sondern es reicht, wenn wir uns eine Clusterzone definieren, innerhalb derer wir unsere 10 Kontrakte verteilen. Dann haben wir am Ende immer noch nicht mehr riskiert. Das heißt, wir haben immer noch unser Risiko eingehalten, haben aber eine weitaus höhere Chance, hier vom Markt abgeholt zu werden und haben gleichzeitig noch die Möglichkeit, unseren Stop viel weiter nach unten zu verschieben. Das heißt, wir können dem Trade viel mehr Luft zum Atmen geben, denn die Kontrakte werden ja nur einzeln ausgelöst und im Einzelfall haben wir dann nicht alle Kontrakte auf einmal aktiviert, sondern wir haben im besten Fall, natürlich haben wir im besten Fall alle aktiviert, bevor der Markt dreht, aber im schlechtesten Fall werden vielleicht nur 1-2 Kontrakte ausgelöst, bevor der Markt nach unten durchrutscht und haben dann ein viel geringeres Risiko gehabt. Ja, wenn wir dann die 10 Kontrakte auf unsere 40 Punkte verteilen, dann hätten wir alle 4 Punkte eine Order gesetzt. Aber wir können natürlich auch unseren Stop in dem Fall viel weiter ausdehnen, da ja die letzten Orders viel weiter entfernt sind von unserem Entry, als wenn wir die ganzen Kontrakte auf dem ein und demselben Punkt ablagern würden. Die zweite Variante, und das ist meines Erachtens die beste Variante, die man überhaupt machen kann, die profitabelste Variante, mit der ich eben auch gerne arbeite, das heißt, ist die Martingale-Variante. Das bedeutet, wir setzen einen Martingale-Grid innerhalb unserer Clusterzone. Wir arbeiten mit einer leichten Progression in der Verteilung unserer möglichen Kontrakte und verteilen somit unser Risiko. Das heißt, wir haben weiterhin nur unsere 10 Kontrakte, aber wir verteilen die geschickt innerhalb dieser Einstiegszone. Das bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Zone haben, wo wir sagen, okay, wir möchten hier an diesem Punkt einen Long-Einstieg wagen im Dow Jones. Ja, aus verschiedenen Gründen. Jetzt die Gründe sind hier jetzt erstmal zweitrangig, denn es geht jetzt hier nicht um den Einstieg an sich, sondern erstmal um das Thema Risiko und Money Management, beziehungsweise wie man eben sein Risiko viel besser auf eine bestimmte Clusterzone verteilen kann und damit unter Garantie viel bessere und Trades haben wird und auch zufriedener und erfolgreicher letzten Endes sein wird. Das heißt, wir fangen hier an mit einem Kontrakt. Auf das nächste Level legen wir 2 Kontrakte, dann gehen wir weiter mit 3 Kontrakten und am letzten Level legen wir dann noch die 4 Kontrakte. Was hat das Ganze für einen Sinn oder wo liegt denn der Vorteil in der Sache? Der Vorteil liegt ganz einfach in diesem leichten Martingale mit dieser leichten Progression hier drin, dass wir immer näher am Break-Even traden. Das heißt, der Markt löst dann zum Beispiel diese Order aus, dann löst er diese Order aus, dann löst er noch diese Order aus und unser Break-Even verschiebt sich zusammen mit dem Preis immer weiter nach unten. Was bedeutet das? Das bedeutet auch gleichzeitig, dass wir viel leichter in die Gewinnzone kommen, als wenn wir alle Kontrakte, Moment, wo gehen wir hier zurück? Als wenn wir nur einen Kontrakt auf jedes Level legen.
ist es natürlich so, dass wenn wir hier ein leichtes Martingale anwenden, dass wir dann unseren Entry immer leichter am Break-Even traden und somit auch immer leichter in die Gewinnzone kommen und immer somit auch leichter wieder rausskalieren können und Gewinne mitnehmen können oder unseren Trade, unseren gesamten Trade Break-Even stellen können. Das heißt, dieses Martingale-Grid innerhalb dieser Clusterzone ist für mich die bevorzugte Variante, mit der ich gerne trade, wie ich es euch auch jetzt im Live-Trading zeigen werde. Ja, was ist das Fazit mit den Grid Orders, also dem gestaffelten Einstieg? Kann man sein Risiko ganz einfach diversifizieren und einen weiteren Stop wählen, als wenn wir alle Eier in einen Korb legen, beziehungsweise wenn wir mit einem fixen CRV arbeiten. Natürlich gibt es auch Strategien, die ausschließlich mit einem fixen CRV arbeiten. Allerdings ist es natürlich weitaus schwieriger, hier erfolgreich zu sein. Man braucht eine gute Trefferquote. Man muss sehr gut im Trading sein, man braucht eine geeignete Strategie dafür und von daher ist es natürlich viel einfacher, eine breite Clusterzone für seinen Einstieg auszuwählen von, sagen wir mal, 40, 50 oder vielleicht sogar 100 Punkten, je nachdem, wie klein man dann seine Orders diversifizieren möchte. Von daher ist es viel einfacher, also vor allem eine für Anfänger geeignete Methode, eben seinen Einstieg zu wählen. Mit Grid Orders kann man eine breite Clusterzone für den Einstieg abstecken, ohne genau, punktgenau treffen zu müssen. Es wird vielfach propagiert, ja, es ist gut, wenn man hier punktgenau trifft, aber die Wahrheit ist natürlich, dass die wenigsten Trader hier punktgenau jedes Mal den Markt treffen und dann mit, was weiß ich, 2 bis 3 Ticks Stop hier auskommen. Die Wahrheit ist eigentlich, dass die Masse der Trader natürlich ausgestoppt wird und mit einem weiteren Stop viel besser bedient wäre. Und mit einer leichten Progressionsstufe im Klammern Martingale kann man natürlich erreichen, dass man permanent näher an seinem Break-Even tradet und dadurch schneller in die Gewinnzone kommt. Das Resultat ist von diesem Clusterzonen-Trading, dass man weitaus zufriedener ist, weil man viel häufiger in die Gewinnzone kommt, dass man profitabler am Ende aus seinem Trading rausgeht, was eine positive Auswirkung auf die Psyche hat. Das Ganze ist natürlich auch so, dass die Gewinne etwas geringer werden automatisch, da wir natürlich nicht immer unser volles Risiko abgeholt bekommen. Das heißt, wenn wir jetzt, wie wir uns ausgerechnet haben, für einen Trade 2% Risiko aufwenden, dürfen dann 10 Kontrakte auf unsere Clusterzone verteilen, dann ist es natürlich häufig so, dass nur mal ein Kontrakt abgeholt wird, mal werden 2 abgeholt, mal werden 3 abgeholt, vielleicht auch mal 5, aber in den seltensten Fällen werden natürlich alle 10 Kontrakte abgeholt und starten dann in die richtige Richtung durch. Also in der Regel minimiert man zwar durch diesen Ansatz seine Gewinne, aber man hat auch im Endeffekt im realen Handel eine größere Zufriedenheit, da man häufiger mit kleineren oder weniger Kontrakten unterwegs ist, aber dafür eine höhere Trefferquote beziehungsweise einfach ein zufriedeneres Gefühl, weil man häufiger in die Gewinnzone kommt, als wenn man mit schwitzigen Fingern vor dem Chart sitzt und dann zittert, ob jetzt der Stop ausgelöst wird mit der vollen Positionsgröße, dann ist das natürlich weitaus demotivierender fürs Trading, wenn man eben hier versucht, auf einem Punkt zu landen und dann einen Stop hat, der möglicherweise nicht getriggert werden sollte oder darf. Ja, jetzt gehen wir direkt ins Live-Trading, wo ich euch das Ganze mal im Markt demonstriere, damit ihr auch wisst, wovon ich überhaupt rede. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, vergesst bitte nicht, den Daumen hoch zu geben und den Kanal zu abonnieren, wenn ihr weitere hilfreiche Trading-Tutorials sehen wolltet. Und jetzt sehen wir uns dann auch direkt im Live-Trading, im Markt, in Dow Jones mit dem Thema Risikostretching und Clusterzone-Trading. Bis gleich!